Naja, und auf einmal stehst du dann in deiner scheiß leeren Wohnung, nur noch mit der Bahncard 100, ja? Taliban-Card 100, so. Und auf einmal hast du deinen Hausschlüssel. Früher bin ich von einer Wohnung in die andere gezogen, aber jetzt, als ich die Tür zugemacht habe, verdammte Scheiße, jetzt gibt's kein Zurück mehr, ne? Ich habe 200 Euro in der Tasche, eine Bahncard 100, ein Haufen Träume. Das war mein Plan. Ah ja, da kommen wir gleich zum nächsten Kapitel, ich schweife so ein bisschen aus. Auf jeden Fall war ich dann unterwegs und habe mich so von Auftritt zu Auftritt gehangelt. Ich habe in Badewannen gepennt, auf irgendwelchen Couches, auf dem Ghetto-Bett. Wisst ihr, was ein Ghetto-Bett ist? Okay. Ein Ghetto-Bett ist, wenn man vier Stühle aneinander stellt und drauf pennt. Haben wir früher viel gemacht mit Beginnern und so. Wir kennen uns ja alle von früher. Und wir haben oft in Jugendzentren gepennt oder bei Kumpels. Und dann haben wir immer auf Ghetto-Betten gepennt. Mit Eisfeld, mit Danny Yo und David P. Immer nachts noch gefreestylt und dann so gechillt. So. Das war cool. Naja, aber man muss sich als erwachsener Mensch auch der Realität des Lebens stellen und vor allem muss man sich der Realität stellen, wenn man kein Geld mehr hat